Ja, heute gegen Sachsenhagen, unglückliche Niederlage. Also wir waren die dominantere Mannschaft bis zu dem die ersten 10, 15 Minuten hätten wir locker 1-2-0 in Führung gehen müssen. Wir haben Torchancen erspielt und da war nur eine Frage der Zeit, bis wir das Tor machen. Ja, dann kommt natürlich so ein unglücklicher langer Ball, da sind wir unkonzentriert, stehen nicht gut und Sachsenhagen macht das 1-0. Wir haben uns wieder dran gekämpft, die Mannschaft hat dann Moral gezeigt und dann haben wir weiter Fußball gespielt, wirklich Fußball gespielt und kamen zum 1-1, gingen dann zur Pause rein. Ja, und dann durch den Wechsel auf der linken Seite, da musste ich umdisponieren und da war dann der Bruch auf einmal da. Und ja, da konnten wir dann halt wieder eine Unachtsamkeit von der Mannschaft, aber gut, wir haben alles reingehauen, was ging. Was soll man sagen? Sachsenhagen hat Glück gehabt, dass wir heute gewonnen haben. Das muss Sachsenhagen auch zugeben. Alles klar. Wir waren die spielüberstehende Mannschaft. Wir hatten die besseren Torchancen, aber so ist manchmal Fußball. Fußball ist manchmal eine Hure. Das ist einfach so. Aber dennoch, Glückwunsch an Sachsenhagen. Kompliment an meine Mannschaft. Die haben noch bis zum Schluss gefightet. Aber so ist das. Danke. Hi, dir. Ihr seid jetzt wieder Tabellenführer. Wie war das Spiel heute von deiner Sicht aus? Ja. Wir haben kämpft das Spiel von Beginn an. Wir sind da nicht so gut in die Partie gekommen und es ging eigentlich meines Erachtens nach viel hin und her, viele Zweikämpfe geführt. Am Ende des Tages kann das Spiel in beide Richtungen kippen, das muss man ganz ehrlich sagen. Steinbergen hat auch gute Möglichkeiten. Wie es dann manchmal im Fußball so ist, gehört vielleicht dann auch mal ein bisschen Glück dazu. Das hatten wir heute. Ja. Und ja, es war ein kampfbetontes Spiel. Ja. Und für die Zuschauer sicherlich spannend, weil wir viele Strafraumaktionen auch hatten. Und im Großen und Ganzen muss ich trotzdem ein Kompliment an meine Mannschaft machen, die sich ja, hier zerrissen hat und das rausgeholt hat, was auch möglich war. Und auch ein Kompliment an Steinbergen. Die haben uns alles abverlangt. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Und bei so einem Ergebnis kann man sich sicherlich dann am Ende auch mal freuen. Glück gehört dazu. Alles Gute für den Gegner noch. Bis demnächst. Ja, danke dir, Dennis.